Juhu, willkommen zurück bei Dawn of Man im Neandertal. Wir knüpfen an die letzte Folge direkt an, beziehungsweise ich knüpfe an die letzte Folge direkt an und mache diese direkt hinterher, um in einen sagenumwobenen Sommer zu starten, hoffe ich dann mal. Was haben wir denn hier oben? Frühling ist auf 40% fortgeschritten etwa. Was machst du da hinten? Geht zur Totenkopffahrt. Okay, dann tun sie dies. Was ist indessen hier hinten? Seid ihr lecker, Freunde der Nacht? Erstmal gucken, wer seid ihr eigentlich? Ich habe Mufflons, glaube ich, noch nie aus der Nähe betrachtet. Hallo? Oh, wie süß. Du schmeckst bestimmt noch gut. Passen in diese Umgebung bei den Steinen auch sehr gut rein, ne? So als Bild gerade mal. So. Steinbock. Screenshot gemacht. Screenshots macht man auf der Drucktaste. Traditionell. Auch in diesem Spiel. Wusste ich jetzt gerade gar nicht, als ich jetzt irgendwie angefangen habe, Screenshots zu machen, aber ja. Ist halt traditionell sonst immer auf der Drucktaste. So, aber es gibt ja neue Technologien zu erforschen. Dann hat man nämlich hier die Bögen. Das ist auch wunderbar. Und der nächste Zeitalter kostet dann 15 Eier. Das ist natürlich ein bisschen viel. Ein bisschen sehr viel sogar. Steinschleifen. Brauche ich für diese ganze Untergrundbergbaugeschichte und für diese ganze Minensachen hier. Na gut. Erntet ihr hier schon lecker alles? Ich hoffe doch mal, ne? Oder? Da wird schon was hergestellt. Hier wird Leder hergestellt. Das ist mal sehr schön. Hab ja das, so. Ach, wieso? Wieso springt die Kamera immer so weit von links nach schräg? Habe ich da gerade irgendwas gehört? Nee, ich glaube nicht. Gut, ich dachte, ich hätte da irgendein Vieh gehört, was irgendwie angreift oder so. Das ist ganz gut. Und hier wird das Tannin etwas verbraucht. Sehr, sehr schön. Weil man nur im Frühling Tannin sammeln kann. Das heißt, wenn jetzt Tannin verbraucht wird, ist es eine gute Gelegenheit, das direkt nachzuschießen und direkt nachzuproduzieren. Außerdem kann ich das Tannin, was dann hier noch rumliegt irgendwo, verbrauchen, bevor es weggammelt. Obwohl es sollte eigentlich sehr, sehr langsam weggammeln, wenn ich das mal so sehe. Ja, das gammelt fast gar nicht weg. Stellt Leder her. Jo. Das ist nochmal eine ganz gute Sache. So, was können wir denn so lange machen? Kapazität 21, das ist natürlich nicht besonders viel. Das ist natürlich nicht besonders viel. Das heißt, man könnte theoretisch sowieso nochmal ein Wohnhaus irgendwie aus dem Boden stampfen. So. Und je mehr Leute man hat, desto mehr Grabhügel wird man wahrscheinlich auch benötigen. Das heißt, eine Totenkultstätte als Hügelgrab. Kann man das denn hier oben auf dem Hügel ansetzen? So. Ich meine, das ist ja auch ein Hügelgrab, ne? Wäre doof, wenn das jetzt irgendwo im Fluss wäre oder so. So. So oder so. So oder so. Machen wir mal so. Dann kriegt man noch ein wenig mehr Ruhm, nämlich genau einen Ruhmpunkt mehr.
Durch das Haus gibt es, glaube ich, auch einen Ruhmpunkt mehr, ne? Ja, genau, einen. Ha, genau, einen. Ruhmpunkt bringen diese Häuser. Wie sehen dann die Werte der Stadt aus? Ruhm 75, das ist jetzt nicht so unbedingt sehr viel. Tiere 4. Ich habe nur 400, ansonsten habe ich gar nichts. Aber eine leicht überalterte Bevölkerung. Gemeinwohl 95, also so schlecht geht es. Diese Siedlung gar nicht. Könnte man eigentlich ein wenig schneller machen, ne? So, ihr lauft hier alle lustig rum, genau. Du, bist du noch lecker? Du bist mit Sicherheit lecker, komm. Ich weiß doch, dass du lecker bist. Und du, du auch, aber da komme ich an dich leider gerade gar nicht so richtig dran. Auf der anderen Seite sind noch sehr viele Ressourcen. Ich mag, um ehrlich zu sein, ich mag, dass das hier so viele von diesen Megalithen in der Nähe sind. Das bedeutet, wenn man dann ein Hügelgrab oder was anderes bauen soll oder bauen möchte, oder so ein Mega-Stonehenge-Steinformation oder dergleichen, dann kann man das relativ schnell tun. Also vergleichsweise schnell. Weil sehr viele Steine schon in der Nähe sind. Also sehr viele Steine soll heißen genau drei auf der Seite und einer auf der Seite. Das heißt, man könnte das tatsächlich verhältnismäßig schnell in Angriff nehmen. Wenn es denn einmal soweit sein sollte. Was gar nicht mal so eine schlechte Idee ist. So, was haben wir da hinten? Da hinten ist... Das ist, dürfte noch Feuerstein sein, ne? Genau, Feuerstein. Ist eine Feuersteinmine. Aber eine leere Feuersteinmine. Wissen erlangt Stöcke 250. Schön. Ich wollte immer schon 250 Stöcke sammeln. Eines meiner Lebensziele ist nun erreicht. Geil. Ja. Braucht man nichts weiter zu sagen. 250 Stöcke. So, ihr könnt da bestimmt auch... Nein, ihr habt bereits gebaut. Mann, ihr baut aber schnell, kann das sein. Okay. Und die Hügelgräber auch. Mann! Seid ihr richtig schnell bei der Sache. So, da ist das Schwein. Aus dem Schwein ist die Luft raus. Der wilde Esel, der hat's gleich auch hinter sich. Pfeift meine Jagd an. Wer seid ihr da hinten? Das sind irgendwelche Riesenelche und ihr seid auch lecker, ist klar, aber ihr seid wilde Pferde. Zeig mir mal, wie ihr aussieht. Komm, ich will mal Urzeitpferde sehen. Schön. Mhm, wohl bekommt's. Ich kann mich daran erinnern, dass im Neandertal, also im echten Neandertal, tatsächlich, glaube ich, einige seltene Pferderassen rumstehen oder rumgestanden haben. Da bin ich mir gerade aber noch nicht so sicher, ob die das immer noch so haben. Also, man kann da... Wilder Esel ist geflohen. Gut, dann eben nicht. Man kann da ausgedehnte Wanderungen machen, wenn man da unbedingt Bock drauf hat. Ich bin jetzt letztens nur im Museum gewesen und bei der Fundstelle, also wo der erste der Neandertaler überhaupt gefunden wurde. Und zumindest aus dem Museum konnte ich dann ein paar Bilder mitnehmen und einige wichtige Erkenntnisse über die Gegend generell. Und möchte dann hoffen, dass das
Ja, also, warte mal. Was ich sagen wollte ist, diese Pferde, zumindest, es sollten solche ähnlichen Pferde da auch sein. So, das war das Eigentliche, worauf ich hinaus wollte. Und, bin ich mir nicht sicher, ob dem immer noch so ist oder ob die jetzt zu dieser Jahreszeit noch drinnen sind. Oder ob die irgendwo schon auf irgendeiner Weide stehen oder so. Sobald ich mal wieder ein Fahrrad habe. Mein letztes Fahrrad wurde geklaut, aus dem Keller heraus, durch zwei Türen, wunderschön. Aber sobald ich mal wieder ein Fahrrad habe, werde ich mal schauen, dass ich das dann eventuell mal erkunde. Und vielleicht sogar nochmal einige Pferdebilder von echten Pferden, also Urzeitpferden, wie auch immer, mitbringe. So, momentan weiß ich das leider noch nicht so ganz, aber na, mal gucken. Gut, kann ich aber erstmal wieder raus hier. So, weil ich auch gerade gar nicht weiß, wo die alle hingelaufen sind und jetzt mich etwas verirrt habe. Nee, da vorne. Jetzt haben wir doch die Siedlung so. Beschleunigen das Ganze etwas. Spielgeschwindigkeit beschleunigen. Dann kommt jetzt gleich der wunderbare Sommer. Beschäftigt. 10%, das ist nicht besonders viel. Aber wir haben zumindest Platz für 4 zusätzliche Einwohner, das ist ganz gut. Einen zusätzlichen Grabhügel, das ist auch ganz gut, falls mal etwas passieren sollte. Natürlicher Tod oder gefressen durch Berglöwe oder sonst irgendwas. Die Berglöwe, die haben sich gerade komplett wieder verzogen, ne? Kann das sein? Riesenhirsch. Angriff. Pflücken. So, ihr dürft den Rest, glaube ich, pflücken, ne? Ja. Habt ihr einen Pflückauftrag? War da vorne nicht, waren die nicht Obstbäume? Oder habe ich die aus Versehen gefällt jetzt? Letztes Mal. Ich kann mich doch daran erinnern, hier waren Obstbäume oder habe ich die aus Versehen weggehackt? War, dass ich hier statt auf Ernten auf Umhacken geklickt habe. Das merke ich ja jetzt erst, scheiße. Einfach so entfernen die sich ja nicht. Der packt ja nicht seinen Kram ein und geht plötzlich, der Baum. Das ist irgendwie ein bisschen doof gelaufen. So, du bist in meiner Nähe. Du bist lecker. Ihr haut dieses Teil um. Kriegt er hin, ne? Genau. Genau. So muss das sein. Was bringst du da? Früchte. Okay. Hedibus. Ja, genau. Genau so. Eine malerische Landschaft. Kann man bestimmt wunderbar einpennen zu dem Let's Play. Weil das so ruhig und ausgeglichen ist. Bis zu dem Punkt, wo ich vor Aufregung rumschreie, weil mal wieder irgendwas passiert ist. Die Beute zu den Jägern, genau. Genau. Möp, da ist es weg. Da ist es weg. Kriegt ihr der zweite auch noch? Wäre super. Wäre richtig super. Pirsch die an, ne? Wir sehen die Jagd. Live und bunt. Zack, zack. Sobald du aus dem Fluss kommst, bist du Geschichte. Möp, 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 möp. Genau. Ja, das war's. Ja, vielen Dank, ihr beiden. Es war eine wunderbare große Beute.
Beschäftigung lässt jetzt so im Allgemeinen ziemlich nach, ne? Oder? Kann das? Gerade ist jetzt echt nicht so besonders viel zu tun. Neue Techniken gibt es auch nur noch seltener. Wie könnte ich denn... Wie könnte ich denn noch mehr... kriegen, also schneller kriegen? Mörser. Mörser, das wär's noch. Und noch ein Hügelgrab, dann gibt's noch... Also erst noch ein Hügelgrab und einen Mörser. Gut. Händler ist angekommen. Sieh, jetzt verpasse ich den Händler aber nicht. Jo, was hast du alles dabei? Du hast nichts Besonderes. Naja, gut. Immerhin könnte theoretisch dieses Mehl ja abgreifen, ne? So. Wäre mal etwas anderes. Oder kann ich das überhaupt schon verarbeiten, das Mehl? Ja, kann ich an den Lagerfeuern verarbeiten. Das heißt... Das heißt, ich könnte das Getreide nehmen und das Mehl, weil Getreideverarbeitung kann ich ja auch, soweit ich weiß, ne? Das hatte man ja gelernt mal irgendwann. Gelernt ist gelernt. 14. Nein. So, 17, 17. Ist jetzt kein großartiges Handelsblatt gewesen hier. Aber, naja, immerhin ein bisschen gehandelt. Da kommen die restlichen Leutchens zurück. Ist ganz schön viel los in dieser kleinen Siedlung, ne? Oder? Da kommt mir gerade so viel vor. Oder vielleicht auch nur, weil ich gerade so mega nah rangezoomt habe. Eine ganze Menge. Gut. Was wollte man denn genau? Ich wollte noch was bauen. Ich wollte versuchen, Produktionsgebäude zu bauen. Und zwar gibt es einen Mörser hier irgendwo. Genau. Der Mörser. Den kriegt man dann irgendwo hier hin. Wo? Da war das doch, ne? Genau. Da bauen wir mal den ersten hin. Und aus den Begräbnisstätten das Hügelgrab. Noch ein drittes. Und dann müsste es nochmal... Kein Lagerplätze frei. Boah, jetzt erschreckt mich doch nicht so. Ach, zum Ball war noch was? Da. Genau. So. Dann hätte man die Hügelgräber. Den ersten Mörser. Und wie viel Brot soll ich denn haben? Produktion. Ach, ihr... Knallt das deren direkt durch. Ne? Macht das Sinn, das Mehl jetzt sofort in Brot umzuwandeln? Oder eher nicht. Weil das Brot hätte ja auch eine Haltbarkeit. Und das Mehl hätte eine separate Haltbarkeit. Dann hätte man... Dann hätte man zwei Haltbarkeitsleisten, die man hintereinander verbrauchen könnte, wartenderweise. Und damit wäre Brot eine ziemlich haltbare Ressource. Einfach indem man nur kleine Mengen davon herstellt. Ich glaube, das werde ich mal versuchen. Ich werde mal versuchen, dass da nur kleine Mengen von hergestellt werden. Und irgendeiner backt immer Brot dann, dass man einfach so einen Stapel an Getreide hat und das Brot wird dann immer nachgebacken. Immer nur 5 Stück. Dass das dann so reicht. Sodass, wenn uns tatsächlich irgendwann mal das Fleisch ausgehen sollte, dass man dann immer Brot nachpumpen kann. Über die Lagerfeuer hier. Ja, genau. Wie viele... Hä? Ey, nee. Warte mal, den Tech-Fortschritt wollte ich doch. Dich wollte ich doch, genau. Mörser. Noch mehr. Noch 2 Mörser.
Okay. 8 von 10, das heißt noch 2 Wohnzelte und ein Lagerzelt könnte man bauen. Dann gibt es auch noch mal Punkte, okay. Das heißt, ja, Mörser. Nee, das nicht. Mörser wollte ich doch, ne? Produktionsgebäude, Produktion. Gerber. Mörser. 1, 2. Genau, dann gibt das noch Wissen. Ihr frickelt mir das Hügelgrab zusammen. Ja, sehr schön, sehr schön. Gut, man eigentlich noch ein bisschen Gas geben hier, ne? Genau. Hügelgrab errichtet, keine Lagerplätze frei. Ja, das macht aber gerade nichts. Das macht gerade nichts. Läuft noch irgendwelches Viehzeug hier lang. Ein leckerer Hirsch. Ein neuer Mensch wurde geboren. Ja, hi. Wer denn? Amort. Schön. Willkommen. Mufflon. Okay. Aber das ist ja nur eines und dann auch noch nur ein kleines. Da braucht man ja vielleicht nicht. Ja, keine Lagerplätze frei. Riesenisch, ob ihr das hinkriegt, den noch zu fangen, bevor er wegläuft. Da laufen schon zwei und ein so ein Hund los. Mehl 10, Wissen plus 1, das haut auch hin. Ah, die Mehlproduktion läuft an, das ist sehr gut, das ist sehr gut. Und ich sehe, man hat einen Wissenspunkt. Wo ist er denn jetzt? Genau. Also ich habe 11 und ich bräuchte 15. Okay. Mensch, da braucht man eine ganze Menge an Wissenspunkten, um nach ganz hinten zu kommen. Frag mich, wie das möglich sein sollte. Ich habe gesehen, es gibt irgendwo auf Steam ein Achievement von wegen, ich schalte alle hier Wissenstechnologien irgendwie in 6 Stunden, also 6 Spielstunden, Zeitstunden frei. Da bin ich ja schon längst drüber hinaus. Ich frag mich, wie das gehen soll, dass man noch schneller ist. Müsste ich dann die ganze Zeit die interne Spielgeschwindigkeit auf 8 laufen lassen, damit man das hinkriegt? Also, dass ich hier die ganze Zeit so die Spielgeschwindigkeit auf 8 stelle, damit das funktioniert? Oder wie? Riesenhirsch ist geflohen. Was bist du für ein Ding? Okay, du bist lecker. Das ist gut. Haut hin. Wo willst du hin? Du willst hin, wandert umher. Was habt ihr hier hinten? Höhlenbär. Okay, der Hirsch ist weg. Es gehen die Jagden gehen hin und wieder schief jetzt mal, ne? Also schon mal ein bisschen öfter? Oder habe ich das gerade eben irgendwie falsch verstanden? Samok ist an Altersschwäche gestorben. Oh, wo liegt der Arme denn? Ist aber jetzt nicht so geil, ne? Ein alter Schwäche gestorben, da liegt er. Ein Kopf im Mörser, super. Jetzt fühlen die sich natürlich alle scheiße. Weil der arme Samok tot ist und die alle so ihn vermissen und alle so traurig sind. Ich meine, wird mir ja auch so ähnlich gehen. Hm. Aber er trägt ihn jetzt zum Grabhügel. Hin, nach hier. Lagert ihn ein. Wie in der Tupperdose.
Und dann wird er langsam zu Sediment und das Hügelgrab wäre dann wieder frei. Das heißt, ich meine, die Hügelgräber haben Platz jetzt für 9, 3x3 Leute, also für 9, so, für 9 Leichen. Da muss ja schon fast die Hälfte des gesamten Dorfes draufgehen, dass die Hügelgräber dann auch alle benutzt werden müssen. So, also ist ja momentan gar nicht mal so großartig wahrscheinlich. Also eigentlich eher unwahrscheinlich, dass überhaupt irgendwas passiert, weil die ganze Landschaft ist leer. Das ist ein bisschen schade tatsächlich. Ich mag das nicht, dass die ganzen Viechers weg sind. Weil es ist ja immerhin auch Sommer, ne? Ist das, falls noch jemand das mal gespielt hat, Dawn of Man, ist das so normal? Also ist das so beabsichtigt, dass irgendwann ab Frühling, Sommer trotzdem immer noch so wenig Viecher da sind? Oder habe ich da gerade irgendwas falsch verstanden? Weil irgendwie, es kommt mir halt so vor, dass die Tiere immer weniger werden. So, und wenn ich dann halt gucken soll, dass man dann am Ende, okay, hier sind es gerade nur noch 10, aber wenn ich dann so irgendwie 50 oder 100 so Viecher jagen soll, die hier zum Beispiel von diesen Höhlenlöwen, wo wir schon so ein paar von gekriegt haben, 50 Höhlenlöwen, wenn kein einziger Höhlenlöwe hier in der Umgebung ist, wie soll ich 50 Höhlenlöwen kriegen? Also, das ist so eine Sache, da bin ich mir gerade nicht so sicher, wie man das überhaupt hinkriegen soll, außer man spielt halt irgendwie so 10 Jahre oder so und haut dann jedes Jahr 5 Löwen um. Irgendwie. Aber irgendwie finde ich das schon komisch, dass die Viechers dann doch komplett leer sind oder gar nicht mehr auftauchen. Ja, eben als der Sommer anfing, gab es ja tatsächlich auch ein paar. Und da gab es auch hier hinten im gelobten Land eine ganze Menge. Hier sehe ich jetzt auch immer noch ein paar. So, aber auch nicht mehr so unglaublich viele. Das war doch mal viel mehr. Oder habe ich das jetzt komplett falsch in Erinnerung? Da sehe ich noch Höhlenlöwen. Und hier einen Höhlenlöwen und Bären. So, was habt ihr denn gemacht? Ach, ihr habt so eine komische Gazelle gefressen. Ja, geht's halt. Guten Hunger. Ja, du hast keine Lagerplätze frei. Ich weiß es doch. Inventar voll, das kennt man irgendwo her. Gut, dann macht ihr mal dein Inventar leer. Wie könnte man das jetzt am besten machen? Wir bauen jetzt ein Lager. Und zwar ein Lagerzelt. Komm. Da bauen wir dann ein Lagerzelt hin. Dann haben wir endlich wieder Platz. Dann kommen auch diese blödsinnigen Fehlermeldungen nicht mehr. Ja. Gut, dann war das mal eine etwas ruhigere Folge. Ich möchte hoffen, dass es jetzt bald nochmal etwas mehr abgeht hier. Wie gesagt, da muss ich mich nochmal schlau machen, wie man das am besten mit der Jagd aufzieht. Weil ich glaube tatsächlich, dass jetzt gar nicht mehr so unglaublich viele Tiere kommen. Was ich etwas schade finden würde, weil es dann doch ziemlich Geschwindigkeit aus dem Spiel rausnimmt. Also ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass es eventuell einschläft. Man immer mal nur hier eine Gazelle, da eine Gazelle oder so. Muss ich dann schauen, wie schnell oder wie nicht schnell das dann geht. Weil ich möchte, wie gesagt, schon ziemlich gerne mal hier so richtig in die Eisenzeit rein mit, was ist das hier? Wasserkraft, verstärkten Befestigungen und um mal so richtig abzugehen, um es mal klar zu sagen. Und ja, ich glaube, man kann sich sehr vieles im neolithischen Zeitalter, dass es dann sehr schnell weitergeht, dass man, ich glaube, da wird man eine ganze Menge bauen können. Und was ich jetzt noch nicht kann, neolithisch, glaube ich, heißt auch Jungsteinzeit oder Neusteinzeit oder irgendwie sowas, weiß ich nicht.
Dann wird es gerade schon Herbst. Okay. Ja, gut. Aber mit diesen herbstlichen Bildern verabschiede ich mich dann aus der Aufnahme. Ich hoffe, euch bald wieder begrüßen zu können. Und bis demnächst. Ciao, ciao.